Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK. Mit Gerhard. Wuhu! Wir haben in der letzten Folge. Was haben wir gemacht? Ein Raptor. Raptor, sag ich schon. Ein T-Rex und ein Kass. Ist ein bisschen größeren Raptor. Ja, ein T-Rex und ein Ankylo gezähmt. Als nächsten Schritt. Wollen wir, oder will ich auf jeden Fall, Generator bauen, damit ich Kühlschränke bauen kann für unsere Eier und so, dass wir da eine bessere Ordnung haben als mit komischen Preserving Bins hier. Wir haben gerade übrigens kein Spark Powder da drin. Nicht mehr. Naja. In Preserving Bins müsste noch ein bisschen was jedenfalls drin sein. Naja. Egal. Da wird gleich. Bist du dir sicher? Das ist mit dem einen ausgegangen. Ach, da ist was drin. Okay, du hast recht. Das war irgendwo zwischendrin. Okay. Ich denke mir, das kann nicht leer sein jetzt auf einmal. Toll. Ja, ich muss auf jeden Fall noch Electronics lernen. Da. Farm gerade auch noch Perlen. Sehr gut. Aber ich muss jetzt... Mit Farmen meine ich Biberdämme. Irgendwo war doch hier noch einer. So. Da ist er. Erstmal werde ich hier unsere Schmiede beheizen, damit die hier mal ein bisschen brennt. So. Aber mit dem Holz kommen die nicht sehr weit. So, erstmal hier alles einsortieren. Kristalle. Wie viele Perlen brauchst du denn? Wir brauchen 10 mal 4 mal 3, glaube ich. Wenn du im Wiki nachguckst, dann schreiben die dir genau hin, wie viel Rohmaterialien du brauchst. Ja, für ein Electronic brauche ich 3 Perlen. Und man braucht 10 Electronics für einen Generator und 10 für einen Kühlschrank. Also wenn wir 3 Kühlschränke brauchen, wir... Also 60. Also 3 Kühlschränke. 4 mal 3, 120, ja. Ich glaube, das. Also, ich habe jetzt 75 mit. Also mit dem, das wir schon haben. Ja, das passt ja. Da sind genug drin, auf jeden Fall. Sehr schön. Im Moment passt eher das. Obsidian habe ich zu wenig mitgebracht. Kann ich. Ich muss das Ding anmachen. Ich mach das Ding an. So, ein Gasoliner anwerfen. Polymere bauen. So, hier sind unsere Perlen drin. Ah, und hier kann ich dann... Habe ich die da schon reingepackt? Ja, Kristalle habe ich da schon reingepackt. So. Dann baue ich erstmal die Polymere zu Ende, um Electronics bauen zu können. Alter, dieser Kack... Das Kackding ist ganz schön laut. Welches Kackding? Der, Dingens. Fabricator. So, jetzt kann ich... Ah, man braucht nur... Warum habe ich jetzt Polymere gebaut? Ach, für die Kühlschränke, okay. Electronics, kann ich schon mal 47 machen? Das reicht ja sogar schon fast. Ich mache die einfach alle, ne? Ja, ja, ich glaube Perlen brauchen wir für nichts anderes. Ich glaube für irgendwelche Sättel braucht man das später, aber... Ich glaube aktuell nur für Electronics. Ja, easy. Ach, ich wollte noch ein bisschen Holz holen, um die Hütte da anzubrennen. Ich glaube, ich höre einen T-Rex. Ja. Easy. Bist du dir sicher? Könnte sein, dass es einer ist.
Was macht ein T-Rex hier in dem Gebiet? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der will uns alle umbringen. Hm, 20 Sekunden, geht sich das aus, dass das Primate noch kocht? Ja, ich glaube, alle 20 Sekunden kocht er einmal. Lol. So, einen, genau. 6 Sekunden hat er noch. Oh, ja, mit 3 Sekunden übrig ist gekocht. Sehr gut. Aber Pascal, du siehst ja auch von außen, ob die Preserving Bins noch nicht Cementing Paste, Bark Powder haben, wenn die so diesen Dampf absondern, haben sie welches, und wenn nicht, dann machen sie den Dampf nicht. Ja, ist ja schon okay. Kannst noch viel mehr Electronics machen. Ah. Nein, kann ich nicht. Doch, 25. Ja, haben wir dann noch genug Metall? Also du, nee, du hast, Ich ah doch, du brenne hast noch. gerade Metall, ja. Also entweder warten wir jetzt oder wir bauen noch ein paar davon. Aber ich würde sagen, einer reicht. Ich finde das ganz chillig so. Wir haben es ja nicht eilig. Mitzahlt. Genau. Oh, ich kann nicht mehr so schnell laufen. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam. Weg da. So. O-T. Nee, ich darf jetzt nicht aus Versehen noch einen Generator bauen. Wo soll der hin? Komm mal mit. Und ich muss mein Zeug schnell reparieren. Okay. Jetzt gehen wir ins Hightech-Zeitalter. Ich hätte jetzt einfach gesagt, ich stell den hier in die Mitte. Warum nicht? Also in der Mitte von hier, also hier Ja, hin. ja. Ja. Stell hin. Soll ich den. Ist Der, gekauft. soll der rausgucken? Nee, ne? Ne. Oh fuck. K. Soll ich den so halb schräg hinstellen? Das wäre ja geil. Keine Ahnung, ich sehe es leider nicht. Das sieht doch geil aus. Tja. Richtig OP. Ich hoffe übrigens, du hast Kabel auch gelernt. Nein, noch nicht. Brauchen wir ja noch nicht. Wir können die ja. Können wir die nicht hier einfach hinstellen? Die Kühlschränke? Ich bin mir nicht sicher, ob die von selbst ansnappen. Oder Ohne Ding. brauchen wir einen so einen Verteiler vielleicht? Glaub schon. Ein Outlet. Ich kann mal gucken, ob wir schon genügend Metall haben für. Also ich Nee. glaube, du brauchst mindestens ein Kabel und mindestens dann diesen einen Electrical Outlet, und der macht, glaube ich, 4x4 rundherum Stromversorgung. Okay, ja, ich glaube, wir müssen jetzt eh erstmal warten auf die Metallingots. Dann können wir einen Kühlschrank bauen. Wir können Ja, noch. ballen schon mal. Ne, kann ich ja noch nicht. Wir brauchen Metall. In der Zeit könnten wir noch ein bisschen Polymer und Kristall farmen. Ich gehe mal gleich wieder auf den Berg. Geh auch auf den Berg. Polymer und Kristall brauchen wir. Ja, also braucht. Moment, wenn wir Polymer und Kristall brauchen, brauchen wir Obsidian halt noch. Ich muss meine Spitzhacke reparieren. Ach, die kann ich jetzt nicht repairen. Ich brauche ein bisschen Metall wieder da. Meinen Bogen repariere ich auch mal gleich mit.
erstmal hier mein ganzes Zeug hier verstauen. Steine kommen da rein. Flint kommt da rein. Rex Bone Helmet kommt hier hinten rein. Wir haben ja schon voll viele. Ja, wann kommt endlich unser erster Trike Bone Helmet? Bin. Schauen wir mal. Blueprints, Sattel, Waffen und Werkzeuge, Ausrüstung. Fernglas kommt zur Ausrüstung, ne, würde ich sagen. Fallschirm auch. Mhm. Ach, und Waffen und Werkzeuge, da kommt die Pistole hier rein. Fallschirme müssten wir aber schon ein paar haben, irgendwo drin dann. Ja. Na toll, ich muss Georg nehmen. Ja, ich würde sagen, wir fahren eine Runde und wir sehen uns gleich wieder. So, willkommen zurück. Wir sind nach einer Runde Farmen wieder in der Base. Wir müssen uns auch Beleuchtung bauen, ne? Mhm. Na gut, das geht ja eh alles mit einem. Weißt du, wie das heißt, das Teil? Lamppost. Lamp. Post. Dann. Und was ist. Ah, und eine Omnidirectional Lamppost brauche ich die auch? Ja, da leuchtet dann in beide Richtungen oder beziehungsweise in alle Richtungen. Irgendwie sowas. Ich lerne das mal beides. So. Jetzt können wir mal gucken, was hier schon alles fertig gebrannt wurde. 45 Metall. Scheiße. Das dort halt wirklich. Das, ja, so zu brennen. Muss die Electronics und so machen. Ah, da ist es. Polymer Electronics. Aber wir können ja demnächst uns irgendwo drei so eine Dinger hinstellen oder so. Oder können wir schon einen großen? Noch lange in 80 wahrscheinlich, ne? 80 oder 85 ist der. Okay. Aber hier sind noch 34. Metall. Jetzt fehlen uns doch drei. Soll ich alles Polymer machen, was wir können? Obsidian Cementing Paste. Ja, das ist egal, genau. Aber Electronics gerade nicht, weil wir das für Metall Ingots. Ja, genau. Du sagst es. Morgen können wir dann auch ein paar mehr Refining Forges bauen. Ich nehme hier mal die Hälfte von dem Gasolin, was wir haben, und pack's in den Generator. So, hat er jetzt drei neue Metall gebrannt? 5, sehr gut. Das heißt, der Kühlschrank wird hinterher gebaut. Ich glaube, für die Kabel und so brauchen wir dann auch noch. Toll. Ja, aber wir haben ja. Electric. Nee. Electrical. Ja, 5 Metall. 7 Metall. Ja. Ja, morgen haben wir halt richtig viel Metall. Wenn das fertig gebrannt ist. Ja, muss halt was. Halt richtig viel Holz drin sein. Ja. Also so 400, das können wir ja wohl, denke ich, auf einmal machen. Wie Georg hier zugemüllt ist mit irgendwelchem Scheiß. Ja, es ist irgendwie normal. Hier ist übrigens ja auch noch Metall drin. Oh, bin zu schwer. Ich habe eine Metall-Hatchet weggeworfen. Ja. Ist nicht so der Verlust. Nö.
irgendwie nicht Der mehr. Kühlschrank ist da, muss den setzen. Okay. Wird gemacht. Ich würde den jetzt rechts, also ich würde die drei Kühlschränke rechts daneben setzen. Da ist einer. Aber er braucht Kabel anscheinend. Jo, ich bin schon dabei, das Ganze zu bauen. Haben kein Holz mehr da drin. Da ist die Metall-Hatchet. Sattel, Waffen und Werkzeuge. So. Komm mal hier hoch. Ich bin dabei. Und jetzt? Magic. Yeah! Er ist an. Jetzt ist er an. Er ist an. Wir müssen übrigens dann nachher eine Rampe hier runter bauen. Wahrscheinlich hier hinten. Damit wir schneller mit den Eiern da runterlaufen können. Stimmt, ja wohl ganz nice. Natürlich eine Metallrampe. Das heißt, wir tragen jetzt alle Erde hoch und alles Kibbel, was wir haben. Ja. Und alles. Nee, also Erde und Kibbel mal, würde ich sagen. Okay. Oh, so viel. Und morgen machen wir dann noch zwei Kühlschränke und dann können wir Eier, Kibbel und Rest trennen. Aber das fertige Zeug können wir doch auch schon da reinpacken. Miet meinst du? Gucken. Eigentlich schon, ja. Bevor irgendwie doch das Parkhaus ausgeht oder so. Können wir das ja jetzt in einen wieder zusammenfassen? Ja, dehydrating. Ich würde dann noch mal kurz das Öl benutzen, um noch mehr Gasolin zu machen, ne? Jo, ja, Öl haben wir ja eh noch einiges. Ja? Fünf. Okay. Ach ne, das Boot muss ja da drin bleiben. Das muss drin bleiben, ja. Also, ja, ein bisschen was könntest du dir rausnehmen, die Hälfte. Ich Also, habe fünf. 50 kannst du. 75 habe ich. Das müsste ja Ja, reichen. 50 kannst du aus dem einen da auch rausnehmen, wenn du willst. Okay, da wäre glaube ich ganz gut. Dann packe ich das. Dann packe ich noch ganz viel Heiter rein, damit wir da auf jeden Fall erstmal genügend Gasoline haben. So, ich schau mal in den Dinos. Da müsste ja überall noch. Ja, in dem Rex ist wahrscheinlich richtig viel Heil drin. Nee. Hell. Nee, das habe ich gleich sogar rausgenommen und schon in den Schrank gepackt. Okay, ich gehe doch zum Schrank. Ja, ein bisschen was ist eventuell sogar noch drin. Mal gucken. Oh, Emoli sind um 250. Ja, im Rex ist gar nichts mehr. Das habe ich rausgenommen. Das müsste jetzt eigentlich alles reichen, so. Da, Öl, Heiz, Öl. Öl, so. Weil 40 guckt Prime mit auf 50 Öl, das sollte sich ausgehen. Dann brennen wir noch Gasoline, dass wir den Generator oben chillig benutzen können. Billig. Ich würde noch. Weniger Aufwand als Was für eine die Lampe soll ich denn bisherigen. bauen? Die Omnidirectional, also. Wenn das die ist. Ja, genau, die Omnidirectional. Okay, easy. So.
stell die dann in die Mitte vom Raum. Müsste dann alles ausleuchten. Auch unten? Unten glaube ich fast nicht. Musst du einschalten. Ach so. Da sehen wir ja, ob das doch. Das ist ja kein Bug, das wurde halt noch nicht richtig programmiert. Weil es eine Was Alpha meinst du? ist, dass halt unten auch leuchtet, auch wenn da eine Decke ist. Ja. Passt noch nicht ganz. Ich glaube, Gasolin und Ding schmelzen macht er, ja, macht er eben. Ich glaube, wir brauchen sogar Mehrheit, oder? Ja, da passt gerade nichts mehr rein. Weil er hat gerade 9 Öl auf 15 Heid gebraucht. 3 um 5. Ja. So, das Metall packe ich erstmal hier in den Schrank. Das können wir dann nachher brennen. Ach, ist das schön. Heute haben wir richtig viel geschafft. War produktiv. Morgen stehen dann die Gatlings und so. Könnten wir sogar machen. Ja, könnten wir machen, aber ist mir, glaube ich, zu viel Aufwand. Ja, erstmal nicht, genau. So. Erstmal könnten wir gucken, dass wir vielleicht normale Pflanzen kriegen. Ja. Bewegen. So. Stell mal die Vögel ein bisschen weiter nach hinten. Oh. Ja, auf jeden Fall war es das dann schon wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die nächsten Kühlschränke bauen und weiter Fortschritt machen. Bis dann. Ciao, ciao.